Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Agro-Ami, und heute habe ich wieder ein Unboxing für euch. Ihr seht ja hier oben drüber schon, Empire Gaming hat mich wieder angeschrieben und gefragt, ob ich wieder ein Headset testen möchte für sie. Habe ich natürlich ja gesagt, sie haben es mir hergeschickt. Das ist jetzt das H1200. Ihr seht ja noch dieses Headset hier, das ist das, was ich letztes Mal getestet habe. Das ist das H400, das haben sie mir auch schon zugeschickt gehabt. Ich hatte an diesen hier nicht viel zu bemängeln, ein, zwei Kleinigkeiten. Wir werden aber heute mal ein neues Headset testen, was ich dann von denen zugeschickt bekommen habe. Und das ist hier hinten schon in diesem Paket drin. Das werden wir jetzt mal auspacken. Und ich hoffe, das wird auch genauso ein gutes und positives Feedback geben wie beim letzten Headset. Ja, wir gucken mal, ist wieder in diesen minimalistischen Karton eingepackt. Finde ich persönlich, erst hatte ich gedacht, das ist nicht so gut, und weil da nicht so viel Packaging da drin ist und so, nicht so sicher. Aber im Nachhinein habe ich mir überlegt, finde ich doch ganz gut, weil das Ding einfach ein normaler Karton ist, ein schwarzer Aufdruck, gut für die Umwelt, nicht so viel Plastik, nicht so viel drumrum, gut gemacht. Also das finde ich schon mal ganz cool. Ja, wir gucken mal rein. Ich habe schon mal einmal ausgepackt, um zu gucken, ob das auch wirklich alles heile ist. Und ja, wir fangen mal an. Das ist dieses Mal ein etwas größeres Headset. Das seht ihr ja auch da oben, da wie das aussieht. So, wir gucken hier jetzt mal wieder rein. Hier ist wieder die Bedienungsanleitung drin. Ganz normal eine mehrseitige Bedienungsanleitung. Dieses Headset ist auch wieder für mehrere Systeme geeignet. Also es hat einmal wieder diesen Klinkeanschluss, den man hier abmachen kann. Das seht ihr jetzt auch da oben. Da werde ich mal die verschiedenen Systeme einblenden. Also PlayStation, Xbox, PC, Konsolen, also verschiedene Konsolen. Es hat wieder, wie beim letzten, einmal ein Klinke und einmal ein USB. Der USB ist eben halt für den Backlight. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Das ist alles in dieser Bedienungsanleitung auch kurz beschrieben, für welche Systeme das ist. Seht ihr hier, PS4, Xbox, Switch und halt auch natürlich für den PC. Das seht ihr aber auch da oben, da oben. Ja, das Headset hat selbst, kostet das bei einem großen Versandhaus, Amazon, sage ich mal, als Beispiel 25,90 Euro. Ich habe es wieder von Empire zugeschickt bekommen, um das zu testen und für den deutschen Markt. Das ist eine französische Firma. Ja. Das ist wie beim letzten Mal. Empire Gaming Aufkleber. Safecard für meinen nächsten ja. Bestellung bei Game On. Hier sind wieder die Aufkleber für Empire Gaming. Und jetzt habe ich auch herausgefunden durch eines von euch Zuschauern, dieses Ding klebt man hinten auf dem Handy und dann hat man so eine Art Handykamera zum Halten, also besser zum Halten fürs Handy. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, gerade für mich für unterwegs, wenn ich mal zwischendurch mal auf dem Flohmarkt was aufnehmen will. Ja, so kommen wir mal zum Headset. Das Headset ist dieses Mal wesentlich größer, klobiger, als das andere Headset, was ich hatte. Wie gesagt, das ist hier das H1200. Ist auch wieder, sag ich mal, eines günstigen Plastiks. Dieses Mal ist auch ein sehr, sehr weicher Kopfteil wieder drin. Also der ist, das gefällt mir wirklich gut von Empire Gaming. Dieses weiche Polster, richtig gut, gefällt mir. Sehr, sehr groß, sehr, sehr klobig. Mikrofon ist zum Runterklappen, kann man nicht einfahren, kann man auch nicht irgendwie, kann man vielleicht ein bisschen biegen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, am Kabel gesleeved, richtig gut. In blau-schwarz, auch passend zu den Kopfhörer selbst. Und ich glaube, dass den Kopfhörer gibt es auch in schwarz-rot. Ich habe mir in blau bestellt.
Hier ist wieder eine so eine Art Fernbedienung am Kabel, laut und leise und Mikrofon an und aus. Ist auch ein etwas günstigeres, aber es ist stabiler als das letzte Headset, muss ich sagen. Also gefällt mir besser. Und das Kabel ist auch richtig gut. Wie gesagt, am Ende einmal USB und einmal Klinke. Wir setzen es jetzt mal auf, um mal zu gucken, wie das so vom von der Form oder vom... Ah, man sieht hier noch, das wollte ich noch ganz zeigen, das hier drin ist aus Metall. Also das muss man auf jeden Fall sagen, weil viele Headsets werden nur komplett aus Plastik gemacht und die brechen dann ganz schnell an bestimmten Stellen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist das Design, also hier innen drin. Das sieht man hier innen drin, da ist so ein Lochmusterstoff, das ist wirklich geriffelt und ist in blau-schwarz. Ja. Ich setze das mal auf. Ja, zum Anfang muss ich gleich sagen, dass mit dem Kopfhörer und mit dem Mikrofon, das ist sehr, das seht ihr hier, das ist sehr weit weg vom Mund. Also, ich weiß nicht, mal gucken. Es gefällt mir nicht ganz so gut. Das Hochstellung ist, das ist mit so einem Raster. Das gefällt mir wieder gut. Das ist so rastermäßig, wenn man mal so weiter nach oben macht, dass es nicht immer runter und rauf fällt. Das gefällt mir gut. Selbst der Polster auf dem Kopf ist sehr, sehr gut. Man hört wenig, also vom Umfeld. Ist sehr komisch. Ja. Und die Polster wieder, muss ich sagen, wie beim letzten Headset, hätten ein bisschen dicker sein können, damit meine Ohren selbst nicht auf diesem Stoff auftragen. Das könnte nach einer Weile vielleicht wehtun. Ja, jetzt schließe ich das Headset, ich mache mal ganz kurz einen Cut, schließe ich das Headset an und dann gucken wir mal, wie das Headset sich anhört. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Kopfhörer angeschlossen, oder gesagt das Headset. Habe das jetzt mal ein bisschen ausprobiert, mal mit Musik, mit einem Film und. Ich muss sagen, einen sehr, sehr klaren Kopfhörer habt ihr. Das seht ihr auch da oben, was die, wie die es eingebaut haben hier und was die für ein System hier im Kopfhörer haben. Ja, ich muss sagen, sehr, sehr klar in den Höhen und die mittleren. Und beim H400 habe ich bemängelt, dass es ein bisschen mehr Wumms geben könnte. Das bietet aber dieser Kopfhörer mit richtig viel Wumms, also einen guten Bass, muss ich sagen, haben sie da wirklich sehr, sehr guten Bassklang hier bei diesem Kopfhörer rausgebracht. Zum Mikrofon habe ich mir gerade eben angehört. Ihr hört es ja jetzt schon. Ich nehme jetzt gerade mit dem Mikrofon hier auf. Es hört sich natürlich nicht so gut an wie mein Kondensatormikrofon. Ist klar, ist ein Headset-Mikrofon. Dafür muss ich aber sagen, ist es eigentlich noch sehr, sehr gut. Für den Preis von 25,90 Euro, wie gesagt, kann man auch nichts zu sagen. Es gibt auch wieder bei diesem Headset nur das Gleiche zu bemängeln wie beim anderen. Ich persönlich empfinde, dass diese Kopfhörerkissen vielleicht einen halben Zentimeter dicker sein könnten, weil meine Ohren setzen sozusagen in den Kopfhörer schon auf dem Stoff auf und da dieser Stoff rau ist, tut es nach einem längeren Tragen des Kopfhörers tut's weh. Und ja, das werde ich vielleicht denen nochmal bemängeln und denen sagen, vielleicht einen halben Zentimeter dicker machen, dann wäre das wär der Kopfhörer echt perfekt für den Preis. Ist das jetzt schon, muss ich sagen. Also ich habe sowieso schon große Ohren. ja. Was bei den Kopfhörern auch noch ganz cool ist, wie gesagt, wenn man den USB-Anschluss macht, dann hat man hier an der Seite so ein Backlight. Sieht ganz, ganz cool aus. Dieser Kopfhörer passt natürlich gerade zu meinem Layout. Alles in blau-weiß, auch in meinen Raum blau-grau-anthrazit. Passt sehr, sehr gut. Obwohl ich eigentlich der rot-schwarze Mensch bin, aber im Augenblick ist alles, wie gesagt, alles in blau. Schwarz bei mir. Passt hier super. Passt zu meinem Stuhl. Passt zu meinem ganzen Layout hier. Ja. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, zu den Kopfhörer, ja, finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich werde nochmal zurückschalten auf meinen normalen
normales Mikrofon und dann hören wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt auch wieder zurück. Ich habe den Kopfhörer abgesetzt, habe mein normales Mikrofon wieder angeschlossen und muss sagen, oder sagen wir es mal so, ich gebe jetzt mein Fazit zu diesem Kopfhörer von Empire Gaming. Ja, für 25,90 € muss ich sagen, gut gelungen, gut gemacht. Für mich selbst ein bisschen klobig und die Ohren stößen an, aber ich sag mal, für Leute, die nicht ganz so viel Geld haben und sich nicht ein teures Headset kaufen müssen, würde ich auf jeden Fall dieses Headset auch wieder empfehlen. Auch ich würde gar nicht mal sagen, wer nicht das Geld dafür hat. Auch wer Geld dafür hätte, ein teures. Wieso müsste man sich unbedingt teures kaufen? Also ich habe ein teures Headset, das hat mich jetzt wieder ein Jahr gehalten und jetzt blättern schon wieder überall irgendwelche Sachen ab und so, und dafür habe ich natürlich das Dreifache ausgegeben wie für dieses hier, und das würde wahrscheinlich genauso lange halten, sag ich mal. Ich bin mir überlegen, ob ich das nächste Mal dann kein teures Headset mehr kaufe. Gut, jetzt im Augenblick brauche ich das nicht, weil ich 2-3 Stück jetzt habe. Ich habe auch noch ganz, ganz alte Headsets. Ich habe 4-5 Headsets hier rumliegen. Also ich brauche erstmal keins mehr. Aber ich würde auf jeden Fall da mir vielleicht von Empire was holen. Ne? Gefällt mir gut, muss ich sagen, Leute. Wenn ihr ein günstiges Headset haben möchtet, mit Backlight, mit guten, basslastigen Kopfhörern, recht gutes Mikrofon, muss ich sagen, dann greift zu Empire Gaming. Ich bekomme jetzt kein Geld dafür, dass ich jetzt dieses Video mache. Das Einzige, was ich bekomme, ist, die schicken sie mir zu. Ich mache ein Video darüber und ja, mache Berichterstattung, was da man dran verbessern könnte. Und ja, aber wie gesagt, ich bekomme kein Geld dafür. Ja, ich würde sagen, das war's. Schaut auf jeden Fall bei Empire Gaming vorbei. Eine französische Firma. Ja, die machen auch Gaming Peripherie aus anderen Bereichen, so wie Mäuse, Gehäuse. Ja, schaut einfach mal bei denen vorbei. Und wenn euch das hier jetzt gefallen hat, drückt bei mir einen Like-Button. Schreibt was in den Comments zu den Headsets. Habt ihr vielleicht auch schon mal ein Empire Gaming Headset mal ausprobiert? Oder habt ihr vielleicht andere Headsets, die ich mal testen sollte aus einem günstigen Bereich? Vielleicht kann ich das auch noch machen. Vielleicht bekomme ich von Empire Gaming demnächst noch ein paar Gaming-Mäuse. Die werde ich dann für euch auch mal testen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Agro-Ami. Ciao, ciao.